Der Hund im Bett, die Kuh auf dem Teller. Das scheint uns ganz normal, aber ist die Ordnung wirklich so einfach? Und sollen wir tatsächlich Tiere essen? Der Hindu-Priester hier im Haus der Religionen in Bern hat da eine ganz klare Meinung dazu. Sasikumar Tharmalingam. Ja, wir möchten keine Lebewesen töten für unsere Nahrungen, weil jeder Lebewesen hat ein Grundrecht auf dieser Erde zu leben. Und was würde dann geschehen, wenn sie trotzdem Tiere essen? Das ist ein schlechter Karma. Wenn wir irgendeine Lebewesen leiden lassen für unsere Nahrungen, dann leide ich entweder in diesem Leben oder in ein nächstes Leben. Die Kuh ist den Hindus heilig. Sie wird als Göttin verehrt, geschmückt und geschätzt. Und sie wird nicht gegessen. In Indien ist vegetarisch normal. Wer Tiere essen will, sucht mitunter lange nach einem Lokal, das Fleisch anbietet. Doch längst nicht alle Hindus leben vegetarisch. In Indien, das mehrheitlich hinduistisch ist, steigt der Fleischkonsum. In der Schweiz bleibt er auf hohem Niveau konstant. 51 Kilo Fleisch verzehren Menschen hierzulande pro Kopf und Jahr. Der praktischen Ordnung halber teilen wir Tiere in Haustiere und Nutztiere ein. Die einen lieben und verhätscheln wir und lassen sie bei uns wohnen. Die anderen werden eingepfercht, gemästet, getötet, zerhackt und verwurstet, bevor sie auf unseren Tellern landen. Rund die Hälfte dieser Tiere haben ihr Leben lang keinen Auslauf an der frischen Luft, schätzt der Schweizer Tierschutz. Am dreckigsten geht es den Schweinen. Wären wir alle Jüdinnen und Muslime, ginge es ihnen besser. Denn Schweine zu essen gilt in beiden Religionen als Tabu. Gegessen werden zudem nur jene Tiere, die geschächtet werden. Also Schnitt durch Luft- und Speiseröhre sowie Hauptschlagader und dann ausbluten lassen. Christinnen und Christen hingegen dürfen scheinbar alles. Die Bibel spricht zwar von der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, aber auch davon, dass Gott den Menschen die Tiere zur Nahrung gegeben hat. Allerdings herrscht jetzt Klimakrise und kein Nahrungsmittel hat eine schlechtere CO2-Bilanz als Fleisch. Sollten wir deshalb und zur Bewahrung der Schöpfung nicht darauf verzichten, Tiere zu essen? Und wenn wir es doch tun, geht es den Tieren besser, wenn wir sie gut behandeln, aber dann trotzdem töten? Ja, und damit herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Bei mir ist Nils Müller, Biolandwirt, und Sie betreiben als einer der wenigen in der Schweiz diese Weidetötung, haben selber aber über 20 Jahre lang als Vegetarier gelebt. Was haben Sie jetzt? Keine Hemmungen mehr, Tiere zu essen? Ich glaube, das große Dilemma ist, dass wir Tiere töten müssen, um selbst zu leben. Und ich lebe heute in einem natürlichen Kreislauf, den bewirtschaften wir so auf unserem Hof. Und da gehören Tiere dazu. Und da gehören auch männliche und weibliche Tiere und die pflanzen sich fort. Also die haben wieder Sex miteinander und da gibt es Nachwuchs. Und wenn ich diesen Hof und diese meine Tiere nicht regulieren würde, läuft das aus den Ufern. Also ich komme eigentlich aus dieser Tragik, dass ich meine Tiere töten muss, gar nicht weg oder davon. Da sind schon einige Punkte drin, von denen ich glaube, die werden zu einer schönen Debatte führen. Bei mir ist auch Jens Schlitter, er ist Philosoph und Religionswissenschaftler, Experte für Buddhismus, Hinduismus, Jainismus. Dann Jehoshua Ahrens, er ist Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Bern. Und hier ist auch Sabine Horstmann, sie ist katholische Theologin und Tierethikerin. Herzlich willkommen Ihnen allen, schön sind Sie hier. Beginnen wir doch mit ein paar Zahlen. Es ist nämlich so, dass 95% der SchweizerInnen Fleisch konsumieren. Und wir haben es davor gehört, 51 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Deshalb würde es mich jetzt mal ganz kurz interessieren hier im Publikum. Wer ernährt sich denn vegetarisch oder vegan? Das sind doch eine Menge, wobei relativ ausgeglichen. Jetzt will ich das noch ein bisschen genauer wissen.
Sie haben auch gerade aufgestreckt, das heißt, Sie ernähren sich vegetarisch oder vegan? Ich ernähre mich vegan. Weshalb denn? Seit wann? Seit ungefähr 5 Jahren, weil ich einfach denke, dass es das Beste für meine Gesundheit ist und ich gleichzeitig auch dann weiß, dass Tiere nicht unnötig für mich leiden oder sterben müssen. Mhm. Für Sie müssen Tiere aber unnötig sterben. Sie haben nicht aufgestreckt. Für mich ist das Thema vom heutigen Abend sehr spirituell. Die Bibel beginnt mit "Es werde Licht", das Feuer. Damit haben wir uns Nahrungsressourcen erarbeitet, mit denen wir unsere Hirnmasse entwickeln konnten. Durch das Töten entstand ein Schuldgefühl. Und das hat man dann versucht, auf etwas Göttliches auszulagern. Aber was ist denn Ihr Grund jetzt, dass Sie Fleisch essen? Dass ich da keinen Widerspruch sehe, wenn das Tier anständig getötet wird. Also Sie schauen, wie das getötet wurde. Genau. Vielen herzlichen Dank für diese beiden Beiträge. Ja, 80 Millionen Tiere werden hierzulande jährlich geschlachtet und 95% davon sind Masthühner, Tiere, die gerade mal 5 Wochen leben, bevor sie dann im Schlachthaus landen. Gleichzeitig aber bringen wir unseren Hund zu uns ins Bett oder kaufen der Katze ganz wunderbares, exklusives Futter. Wie sehen Sie denn diese Ambivalenz? Wie legitim ist das, dass wir so eine Doppelmoral haben, Frau Horstmann? Also ich muss zunächst mal sagen, ich bin gar nicht sicher, ob das so wirklich eine Ambivalenz ist. Ambivalenz würde ja bedeuten, ich habe auf der einen Seite die vernutzten Nutztiere, die ich instrumentalisiere, die ich für meine Zwecke einspanne, und auf der anderen Seite die Haustiere, denen es prinzipiell erstmal gut geht. Und an dem letzten Punkt hätte ich schon meine Zweifel. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge sogenannte Haustiere, denen es alles andere als gut geht. Man kann sich anschauen, wie Menschen mit ihren Haustieren umgehen. Die werden, also die Corona-Pandemie spätestens hat es sehr deutlich vor Augen geführt. Hunde wurden ausgesetzt oder sozusagen ihrer selbst überlassen. Und es gibt unzählige andere Fälle, wo ich doch, sagen wir mal, ordentliche Zweifel an der These habe, dass es diesen sogenannten Haustieren unbedingt gut geht. Vielleicht einem Großteil, aber ich glaube, die Problematik, die Sie ansprechen, hat damit zu tun, dass wir diese Unterscheidung, die wir verwenden, wenn wir über Tiere sprechen, Sie haben ja die Haustiere genannt, die Nutztiere, die Wildtiere kämen noch mit hinzu, vielleicht noch andere Kategorien, dass das letzten Endes, vielleicht kann man sagen, Aufmerksamkeitsökonomien sind, also bestimmte Schemata, die unsere Wahrnehmung lenken und die mir nahelegen, wenn du es jetzt mit der Gruppe der Nutztiere zu tun hast, dann kann deine moralische Sensibilität in gewisser Weise auf ein Minimum zurückgefahren werden. Und bei Haustieren ist es anders. Da sind wir sozusagen sozialisiert, zumindest stärker hinzugucken. Ob das immer so klappt, ist dann natürlich eine andere Frage. Ja, also ich finde das interessant, was Sie sagen, aber trotzdem ist es ja so, obwohl es in der Schweiz erlaubt ist, dass man Hund oder Katze kochen dürfte. Man kann einen Katzenbraten machen, wenn man denn möchte, wenn es die eigene Katze ist und wenn auch die gesetzlichen Tierschutzbestimmungen eingehalten werden. Jetzt insofern, Herr Müller, würden Sie Ihren Fido kochen, Ihren Hofhund? Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Ich würde jetzt da zurückgehen, auch ein bisschen auf die Anatomie. Und wenn man die Anatomie anschaut, dann kann man sagen, ein Pflanzenfresser oder ein Rind, oder? Das ist eigentlich schon anatomisch dafür geschaffen, wenn man den Hintern anschaut oder den Hals, zum Reinbeißen. Bei einer Katze oder bei einem Raubtier ist das nicht der Fall. Das sind eigentlich, das andere sind Gejagte und das andere sind Verfolger. Das sieht man auch mit den Augenstellungen. Die Jäger sind frontal und die haben eigentlich nichts dran zum Reinbeißen. Also es ist eigentlich auch mit vielen Tabus bei uns in der Kultur, ist es tabuisiert, Raubtiere zu essen. Sonst könnte man das ja tun, das stimmt. Aber da ist ja nichts dran, da hat es kein Fleisch, da hat es keine Muskeln. Aber bei einem Pflanzenfresser hat man dieses Tabu nicht. Und darum ist es vielleicht auch kulturell, dass wir keine Raubtiere essen. Sie nicken, Herr Schlieter. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie meinen, weil die Nutztiere, die ja doch in so langer Koevolution mit uns groß geworden sind, sich zum Essen anbieten, sei das schon ein guter Grund, hineinzubeißen? Das könnte man so sagen, ja. Nehmen wir doch noch die Stimme des Rabbiners rein. Weil was ich noch spannend finde, wenn wir jetzt diesen Unterschied von Bewertung Nutztier-Haustier anschauen, soweit ich informiert bin, ist es im Judentum ja zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet, Haustiere zu haben und zum Beispiel Hunde zu halten, eher verpönt. Was ist denn da der Hintergrund?
Das hat tatsächlich eher was mit Kultur zu tun, zumal es durchaus im antiken Judentum, im antiken Israel auch Hofhunde gab. Mhm. Also die wurden aber eher dann auch als Waffe gesehen, also tatsächlich zur Verteidigung, als tatsächlich als Schmusehund, wie wir den heute vielleicht kennen. Aber es gibt nicht wirklich diese Einteilung, diesen Unterschied zwischen einem Haustier und einem Nutztier. Also das gibt es nicht. Der Unterschied ist tatsächlich zwischen einem Wildtier und einem Nutztier. Mhm. Ja, also das heißt, wir essen beispielsweise nur die domestizierten Tiere. Ja, und jetzt könnte man sagen, so wie wir das heute industriell machen, ist das eigentlich schlecht, weil wir haben es gesehen im Einspieler, die Tiere sehen nicht mal die Natur, die kommen nie raus oder viele davon. Im Judentum ist die Logik eigentlich, dass man sagt, domestizierte Tiere, die kennen das ja nicht anders, als eben mit dem Menschen auch zu leben. Mhm. Und die Wildtiere, die will man eben, da will man gar nicht eingreifen, sondern die Natur ist dann wirklich für sich. Spannend. Jetzt machen wir doch mal ganz kurz die Runde. Hier haben wir gehört, Hintern zum Reinbeißen. Hier ist jemand, der Fleisch isst. Sie, Frau Horstmann, Sie ernähren sich, seit Sie, glaube ich, Kind sind, vegan. Sie haben zu Hause, oder vegetarisch? Vegetarisch, genau. Und dann haben Sie zu Hause mehrere Hühner, die Sie vor dem Schlachter gerettet haben. Sie haben zwei Katzen und einen Hund. Mhm, ja, nicht ganz genau. Bei den Zahlen komme ich aber auch immer durcheinander. Insofern ist das in Ordnung. Genau, ich habe in Anführungszeichen, das ist ja auch so eine eigenartige Begrifflichkeit. Also ich habe eher das Gefühl, die Tiere haben mich häufig. Also es sind 5 Hühner aus einer ehemaligen Bodenhaltung, 3 Hunde und momentan eine Katze. Genau, und ich ernähre mich mittlerweile vegan seit dem Studium, das ist schon 20 Jahre her. Und wie ist es denn dazu gekommen? Also das Vegetarische kam zunächst mal, ich würde sagen, aus einer sehr frühen, kindlichen, auch noch sehr aus einem sehr sprachlosen Entsetzen über die sagenhafte Gleichgültigkeit, die wir eigentlich gegenüber dem Schicksal, dem vermeintlichen, von uns ja geschaffenen Schicksal der sogenannten Nutztiere aufbringen. Das waren Erfahrungen, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, im Auto zu sitzen und nebenan einen Schlachttransporter zu sehen und dann erklärt zu bekommen, naja, die werden jetzt eben geschlachtet und wir fahren in den Urlaub. Und das hat mich damals als Kind sehr, sehr irritiert. Und mittlerweile habe ich versucht, das sozusagen auch zu versprachlichen und dieses Verständnis weiter zu vertiefen. Mhm. Und das Vegane kam dann im Studium durch einen, tatsächlich durch Social Media und durch Menschen, die eben damals schon vegan gelebt haben und die auf die Problematik von Milchkonsum aufmerksam gemacht haben, wo ich dann mich so ein bisschen peinlich berührt fand, weil ich gemerkt habe oder damals dachte, vegetarisch ist es normal, das ist irgendwie auch selbstverständlich und vegan ist so ein bisschen verrückt. Mhm. Das war so damals meine Haltung und diese Wahrnehmung ist in diesem Moment komplett gekippt, dass ich gemerkt habe, meine bisherige Normalität ist im Grunde eigentlich ein Abgrund, also ein Abgrund von Gewalt, an dem ich beteiligt war und von dem ich versuche, mich zu emanzipieren. Bis heute. Also weil trotzdem für Milchprodukte und so weiter Gewalttaten an Tiere gemacht werden müssen. Genau. Also künstliche Befruchtung und so weiter. Sowas sprechen Sie an. Man nimmt den Mütterkühen ihre Kälber weg regelmäßig, ne? Immer und immer wieder. Mhm. Die Kälber sind im Grunde Abfallprodukte der Milchindustrie. Ich weiß es nicht ganz genau auf den Euro, ne? Aber in Deutschland kostet ein Kalb, ich glaube, um die 7 Euro. Es sind wirklich Abfallprodukte und das ist entsetzlich, was mit diesen Tieren passiert. War das bei Ihnen ähnlich, so ein Entsetzen? Sie sind ja seit dem 16. Lebensjahr Vegetarier, Herr Schlieter. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es gab einen persönlichen Moment darin, aber vielleicht wichtiger war zunächst, dass ich eben in der Schule in einer dritten Weltgruppe war und mir einfach die Schilderungen eingeleuchtet haben, wie schlecht das Verhältnis ist von der Verwertung pflanzlichem zu tierischem Eiweiß und wie die Welternährungslage anders aussehen würde, würden alle Menschen auf den Tierkonsum verzichten. Also das hatte mir eingeleuchtet, aber es gab eben auch ein persönliches Moment. Mein Vater war Augenchirurg und hat experimentelle Forschung gemacht mit Tieren. Und diese Besuche in seinem Labor, wo Tiere wirklich gelitten haben, denen so künstlich Karzinome erzeugt wurden im Auge, das hat mich schon sehr berührt. Und für mich war das klar, also wenn immer es geht, das Leiden der Tiere zu vermeiden, dann tue ich das. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Arendt? Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie
ernähren sich durchaus auch von Fleisch, aber primär an jüdischen Feiertagen. Weshalb? Genau, also an Schabbat und den Feiertagen, also das heißt eher einmal in der Woche oder vielleicht zweimal in der Woche, also das heißt eher weniger. Es hat sich, ist, glaube ich, so eine Mischung aus auf der einen Seite praktischen Dingen, auf der anderen Seite aber schon auch immer im Hinterkopf das Tierwohl auch und die Frage, all diese Fragen eigentlich, die schon diskutiert wurden, die ich mir auch stelle. Und mein Schwanken spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen im Judentum wider. Also wir haben auf der einen Seite heißt es, wir sollen an besonderen Festen Fleisch konsumieren, also Fleisch auch als ein Symbol der Freude und der Festivität. Und auf der anderen Seite ist aber eigentlich das Ideal im Judentum vegane Ernährung. Also da bin ich irgendwo zwischendrin. Ich glaube, die nächste Generation ist schon ein bisschen weiter. Also meine Tochter beispielsweise, die hatte letztes Jahr ihre Bat Mitzvah-Feier. Und dann hat sie gesagt, sie wollte es unbedingt... Die religiöse Volljährigkeit. Genau, die religiöse Mündigkeit, ganz genau. Und da hat sie sich eben entschieden, sie wollte das gerne vegan haben. Und tatsächlich war das für mich erstmal ein bisschen ungewöhnlich, weil gibt es das überhaupt, eine Feier ohne Fleisch? Mhm. Also das ist eher ungewöhnlich, aber ja, es gab's und es hat funktioniert, hat sogar sehr gut funktioniert. Also warum nicht? Und das wäre aber eigentlich genau das, wie Sie sich das auch vorstellen, oder? Sie haben ja die Devise zurück zum Sonntagsbraten, Herr Müller. Also von diesen Gedanken kann ich eigentlich gut folgen. Ich glaube aber, wir reden jetzt, heute sind wir in einer Zeit der Extreme, oder? Wir haben eigentlich eine industrialisierte Tierhaltung mit Zucht, das fängt ja da schon an. Und da kommt das Leben, ist es lebenswert oder nicht? Und dann irgendwann kommt das Ende. Und dass das viele Leute, der Menschen heute ablehnen, das kann ich gut nachvollziehen. Und dann springt man jetzt in das nächste Extreme und das ist für mich die vegane Industrie, die dann nicht einfach nur das frische Gemüse aus dem Garten nimmt, sondern hochverarbeitete Produkte macht, die eigentlich nichts mehr mit Lebensmitteln zu tun haben. Und da glaube ich eigentlich am Ende des Tages sind immer noch die besten Weisheiten, sind eigentlich die einfachen. Und da glaube ich irgendwie an den goldenen Mittelweg. Diese Tiere, die bringen uns ja auch etwas. Wir sind da irgendwie seit 10.000 Jahren sesshaft. Wir leben mit denen. Die fressen Grasland, die Schweiz ist 70% Grasland und das können nur Wiederkäuer verwerten. Wir können also nicht auf den Alpen und überall noch Äcker anbauen und so weiter und so fort. Die Frage ist eigentlich am Ende die Frage vom Maß. Ja, ich wollte einen Punkt vielleicht anmerken, weil ich dieses Argument sehr gut kenne, auch sozusagen aus meiner katholischen Peer Group und allgemein aus religiösen Kontexten vielleicht auch, dass dieses Argument der Mäßigung stark gemacht wird, dass man sagt, gegenüber den Extremen versuche ich mich sozusagen auf ein Mittelmaß zu verständigen und halte das für legitim. Und ich würde einfach vielleicht einwenden wollen, vielleicht sehen Sie das aber auch anders. Für mich ist es kein ethisches Argument. Also Mäßigung betreibe ich gegenüber einer Ressource. Ne? Ich gehe hin und sage, mit der Ressource X, wie auch immer sie heißt, gehe ich sorgsam um, pfleglich um, nachhaltig um, wie auch immer, oder eben mäßigend. Aber der Punkt ist, diese Haltung ist im Grunde eine reine Technik. Man könnte sagen, eine Klugheitsregel. Für mich noch eben keine ethische Aussage. Denn der Punkt, an dem ich stehe, wenn ich sage, ich mäßige mich gegenüber dieser Ressource, setzt ja voraus, dass ich die Entscheidung, wer ist denn Ressource oder was ist Ressource, vorher schon getroffen habe. Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen, auch religiös. Also wie kommt man darauf, dass Tiere überhaupt in diese Kategorie prinzipiell nutzbar hineingehören. Das ist aber ein super Übergang, weil dann schauen wir uns doch ein bisschen genauer an, was Nils Müller macht auf seinem Hof zu Kalterhose in Küsnacht, Zürich, zusammen mit seiner Frau Claudia Wanger. Wir haben einen Einspieler dabei. Das sind jetzt drei Stück da, eben die Tochter von Aida und die anderen zwei hier. Und die sind jetzt im Alter, wo wir dann schlussendlich eingreifen. Das heißt, wo wir sie auch schlachten müssen, oder? Und bei uns hatte das am Schluss ein bisschen so ein Restschicksal. Ich weiß dann am Morgen nicht genau, welchen das den es trifft. Es ist dann eine von denen, die mir in die Augen schaut. Bei jedem Abschuss müssen ein Amtstierarzt und ein Metzger anwesend sein, damit die Tierschutz- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Der Schütze braucht ein Jagdpatent. Wenn der Moment gekommen ist und das vom Gefühl her und vom Winkel und alles stimmt, dann drücke ich ab. Nun muss alles schnell gehen.
Innerhalb von 90 Sekunden muss der Metzger den Entblutungsschnitt setzen. Für dieses einzelne Individuum ist das bitter oder hart, aber es ist seine Bestimmung im Leben als Graser, dass es einmal stirbt. Und so gemacht ist für mich das ein würdevoller Tod. Ja, Frage in die Runde. Wir haben es gerade begonnen zu diskutieren, Tiere als Ressource verstanden. Und jetzt wurde gerade gesagt, Bestimmung dieses Tieres. Wie sehen Sie das, Herr Ahrens? Ja, also erstmal muss man sagen, auch theologisch betrachtet, aus jüdischer Perspektive, ist natürlich ein Tier ein Lebewesen. Also es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen einer Sache oder einer Ressource und dem Tier. Und es gibt unheimlich viel tierethische Regeln, direkt aus der Tora, also aus den fünf Büchern Mose, aber eben auch zum Beispiel aus der rabbinischen Literatur. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch Tiere nutzen. Also das ist nicht prinzipiell verboten. Es ist sozusagen eingeschränkt. Also es ist vielleicht so etwas Ähnliches, ein bisschen wie von Herrn Müller, die goldene Mitte. Und man sieht schon in der Formulierung auch, also Fleisch darf man zum Beispiel konsumieren, aber so wie es formuliert ist in der Tora, paraphrasiert, heißt das eigentlich eher nicht. Also wenn du unbedingt willst, Mensch, dann ess es, du darfst es, aber so ein Aber hängt da noch dran. Das heißt also, es kommt aber sehr darauf an, wie wird es hergestellt, wie wird es produziert, wie wird es geschlachtet, selbst die Art und Weise, wie ich es konsumiere und eben auch, denke ich, die Menge. Also das heißt, die ganzen Kaschrut-Regeln sind letztendlich auch eine Art, die das Fleischessen, den Fleischkonsum diskriminieren. Also von daher, ja, ein Mittelweg, würde ich sagen. Aber eben dann, das heißt auch ganz klar Einschränkungen in dem Fall. Ganz klare Einschränkungen, aber trotzdem eben kein Totalverbot. Wollten Sie etwas sagen? Nein, da kann ich eigentlich gut folgen. Sehr gut. Es würde mich jetzt nämlich interessieren an den Philosophen auch die Frage, oder ist es gefallen, würdevoller Tod? Wie sehen Sie das? Ja, also der Würdebegriff ist natürlich ein sehr gewichtiger hier, also der, wenn ich das richtig überblicke, theologisch erst einmal auf Menschen angewandt worden ist und dann später aber eben mit Würde der Kreatur auch durchaus ausgeweitet worden ist. Aber wenn ich auf die ethischen Traditionen Indiens schaue, bleibt eben zu bemerken, es ist ein Tod. Also es ist ein durch Menschen künstlich herbeigeführter Tod, nicht ein natürliches Versterben. Also stellt sich dann schon die Frage nach der Begründung, nach der ethischen Begründung dafür. Woher nehmen Sie das Recht, sozusagen Gott zu spielen und diesem Tier vorzeitig das Leben zu nehmen? Also da habe ich keine letzte und gefestigte Sicherheit. Aber ich weiß es auch nicht, wie es ist, wenn ich es nicht tue. Also die Frage bleibt offen. Aber ich habe beschränkt Platz auf meinem Land. Fortpflanzung gehört auch zum Leben. Die Tiere vermehren sich. Und wenn ich jetzt nicht reguliere, ich werde gezwungen, diese Regulation zu machen. Wenn wir in die intakte Natur gehen, da werden die Tiere auch gerissen. Man kann ja dann kein moralisches Verhalten von einem Löwen erwarten, dass er die Antilope weniger grausam frisst. Der geht nach seinem Instinkt. Aber was wir können, ist eigentlich uns jetzt wie heute Gedanken darüber machen, wenn wir diese Tiere, oder wir könnten auch sagen Mitgeschöpfe, haben. Sind das denn für Sie Mitgeschöpfe? Sind für mich Mitgeschöpfe. Ich lebe mit ihnen. Also ich stelle mir eigentlich mein Leben armselig vor, wenn die nicht da wären. Mhm. Und sie stehen in meiner Verantwortung. Und jetzt kann ich eigentlich, könnte man so zwei Seiten machen. Wir können nicht heute religiös, philosophisch, ethisch, moralisch reden, und habe ich gesagt, da finden wir wahrscheinlich keine definitive Antwort. Und wenn ich dann zum Schluss komme, dann mache ich wie eine Linie. Ich muss Tiere töten. Aus diesen und diesen Gründen. Dann stelle ich mir eigentlich die zweite Frage, und wie mache ich das? Gut, und wie macht man das? Da können wir sonst noch mal darauf zurückkommen. Frau Hossmann, Sie schauen nicht ganz überzeugt aus. Ja, noch nicht ganz. Also ich bin als Ethikerin immer ein bisschen, werde ich nervös und rutsche auf meinem Stuhl hin und her, wenn ich höre, dass es in der Ethik keine klaren Antworten geben kann. Das sehe ich prinzipiell anders. Ich glaube, ein guter Maßstab, um sich dieser Frage zu nähern, ist zum Beispiel schlichtweg die Überlegung, wäre ich einverstanden damit, dass mir dieses Schicksal droht? Also würde ich sozusagen diesen Narrativen folgen, wenn ich auf der anderen
anderen Seite des Gewehrs stünde. Sie haben gerade gesagt, es ist die Bestimmung von Pflanzenfressern, selbst irgendwann gefressen zu werden. Jetzt bin ich, wie Sie gerade gehört haben, Veganerin, also irgendwie auch Pflanzenfresserin und bekomme ein bisschen Angst, wahrscheinlich unbegründet. Aber der Punkt ist ja letzten Endes, ich glaube, man ist immer gut beraten. Alles gut, keine Sorge, ich habe einen Selbstverteidigungskurs gemacht, genau. Das kriegen wir gut hin. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich die Frage zu stellen, wäre ich damit einverstanden, wenn mir das gesagt wird? Und da habe ich einfach Zweifel. Ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass Tiere Subjekte sind. Ja, also was meinen Sie damit? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine damit, dass Tiere ihr Leben als bedeutsam erfahren, so wie wir das auch tun. Ja, wir als Menschen haben gelernt, und ich glaube, da kommt auch der religiöse Anthropozentrismus her, unser Leben ist uns nicht gleichgültig. Das, was mir passiert, ist mir nicht gleichgültig und wir können uns darüber austauschen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile so weit zu verstehen, dass Tiere das auch tun, dass Tiere auch Subjekte sind. Dafür müssen sie auch nicht hochgradig intelligent sein, sondern wir wissen einfach, sie erfahren ihr Leben als bedeutsam und das macht sie wiederum moralisch bedeutsam. Und wenn ich mir dann überlege, ich stehe jetzt auf der anderen Seite, wie gesagt, und höre, ja, ich esse zwar Fleisch, also ich stelle mir vor, irgendwann landen intelligente Aliens auf dieser Welt, die sagen, hey, ein toller Planet, leckere Menschen, die schmecken ja angeblich auch sehr gut. Ein mittelalterliches Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und dann sagen sie uns, liebe Leute, ab heute essen wir euch, aber keine Sorge, gar nicht so schlimm. Wir machen das nur am Mittwoch oder am Sonntag von mir aus, ja, oder eben ganz bewusst. Sie schauen relaxed wir würden, aus. Ja. Also, ich habe ein bisschen Mühe, wenn man jetzt die Tiere mit uns Menschen in den gleichen Topf wirft, weil evolutiv sind wir eigentlich an die Spitze gekommen wegen unserem Hirn. Und ich lebe mit Tieren und die haben auch ein Hirn, aber es ist natürlich nicht so entwickelt wie das vom Menschen. Ja. Und es ist, glaube ich, problematisch, wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir sind auf dem Gleichen, das ist dann wie das Recht, das haben wir auch schon, gab es so eine Abstimmung auch in Basel, oder? Menschenrecht für den Affen, so und so. Mhm. Es sind schwierige Entscheidungen, darf man dann am Ende den noch einschläfern, wenn er krank ist und so weiter und so fort. Also ich denke, wir sind da schon jetzt noch evolutiv ein bisschen höher als das Tier. Sie stehen in unserer Verantwortung und die Frage ist einfach, wie gehen wir mit ihnen um? Was für ein Leben gewähren wir ihnen und wie beenden wir es? Aber das würde bedeuten, den Aliens gegenüber wären sie einverstanden, wenn die, weil sie ja noch höher entwickelt sind und noch intelligenter, sofern kommen, genau, wenn sie hier landen. Ja. Okay. Ich habe noch keinen gesehen, aber... Aber dann nur die Pflanzenfresser. Okay. Also nur die Veganer. Dann werden alle ganz schnell Vegetarier und Vegetarierinnen. Herr Schlitter, also, Sie haben sich gemeldet. Es war mir jetzt ein bisschen zu stark, also von Tieren als Subjekten zu sprechen, die ihr Leben selbst als bedeutsam erfahren, da müssen wir natürlich schon die Frage stellen, woher wissen wir das so genau? Was wir sicherlich aber ja alle wissen und erfahren ist, dass sie Empfindungen haben, auch sehr komplexe Empfindungen, dass sie reagieren, dass sie fliehen, dass sie auch etwas attraktiv finden, auch sich an ihrem Leben erfreuen. Und ich denke, auch dieser Punkt ist eben sehr wichtig. Es wird in dieser Debatte immer so stark auf die Leidensfähigkeit abgezielt der Tiere, aber es ist genau auch das Umgekehrte. Es gibt ein sehr schönes chinesisch-taoistisches Gleichnis von der Freude der Fische, wo zwei Weise an einem Fluss gehen und einer sagt zum anderen, da schau, wie schön die Forellen springen, das ist die Freude der Fische. Und der andere sagt, woher weißt du das denn, dass sie sich überhaupt freuen? Und er sagt dann, ja, durch meine eigene Freude des Wanderns am Fluss. Also er geht gerade nicht auf dieses Argument ein, weil es eigentlich so klar ist, ja, dass wir da intuitiv ja einen Bezug haben. Wir sind ja alle empfindende Wesen. Aber mit der Subjekthaftigkeit kommt man natürlich in große Probleme auch des Vertretens, des Rechtsanspruches vor Gericht und so weiter. Das würde ich persönlich sagen, das ist zu stark. Denn die Tiere können nun mal nicht selber ihre Rechte einklagen in irgendeiner Weise. Sie brauchen uns dafür, dass wir das tun. Ja, das würde ich aber durchaus nicht so sehen. Also ich glaube, den Begriff, den ich verwenden würde für Ihren skeptischen Einwand, ist der Personenbegriff. Ja, das ist ein Leistungsbegriff, in der Moderne zumindest geworden. Übrigens ursprünglich ein theologischer Begriff, der seinen Kontext oder seinen Entstehungsursprung in der Trinitätslehre hat. Und das ist für mich ein Leistungsbegriff, bei dem ich ganz klar sagen kann, ich muss bestimmte Kriterien erfüllen, ne, vielleicht kognitive, mentale Kriterien, um das einlösen zu können. Aber Subjektivität ist für mich viel, viel
viel schwächer und niederschwelliger gelagert. Aber Sie haben völlig recht, das ist eine ganz virulente Frage, woher weiß ich, wann ein Wesen ein Subjekt ist? Und ich würde sagen, bin ich jetzt Theologin, im strengen Sinne haben wir dafür keinen objektiven Beweis. Denn das ist ja ein Methodenwechsel, den ich philosophisch vornehmen müsste. Ich müsste einen objektiven Beweis liefern für ein Subjekt. Und das anzubahnen, ist eine wahnsinnige Schwierigkeit. Ich halte sie für unmöglich. Ich würde theologisch sagen, Subjektivität ist etwas, was wir einander, ja, das haben wir gelernt über Jahrtausende, und was wir auch anderen Wesen wie den Tieren im strengen Sinne, wie gesagt, glauben müssen. Vielleicht bitte, ganz eine kurz. Frage. Was mich bei der Diskussion bei Ihnen natürlich noch interessieren würde, ist jetzt nicht die Tierethikerin, sondern die katholische Theologin. Genau. Also wie das natürlich zusammengeht, weil ich glaube, das verhält sich ja nicht ganz so zusammen. Das ist super, ganz genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil als katholische Theologin, das Christentum, sagen Sie ja selbst, hat da eine eher unrühmliche Rolle gespielt, insofern es den Menschen so stark ins Zentrum gestellt hat und damit auch eine gewisse Abwertung gegenüber anderen Lebewesen vorgenommen hat. Ja. Ja, absolut. Also ich würde sagen, das Christentum hat eine massive Schuldgeschichte und auch eine massive Gewaltgeschichte gegenüber Tieren in seiner Tradition. Ich würde tatsächlich auch sagen, vielleicht darf ich da so ein bisschen sozusagen über den Tellerrand hinausgreifen, dass ich das für alle drei monotheistischen Religionen in Abstufungen gegeben sehe. Also das sieht man jetzt besonders deutlich im Kontrast nochmal vielleicht zu den sogenannten östlichen Religionen, dass sich keine der drei Religionen in ihrem Mainstream, man muss natürlich differenzieren, es gibt verschiedene Gruppierungen und so weiter, aber die schenken wir uns vielleicht mal, aber in ihrem Mainstream hat es weder der Islam noch das Judentum noch das Christentum zustande gebracht, einen Gewaltverzicht gegenüber Tieren zu fordern. Und das finde ich doch ist ein markanter Punkt, den man nicht einfach so unter den Tisch kehren sollte. Aber es gab trotzdem Kritik daran, oder es gibt Kritik daran, schon in der Vergangenheit, denken wir an Franz von Assisi, 13. Jahrhundert, der auch Tieren gepredigt hat und die wirklich auch als Mitgeschöpfe gesehen hat. Da ist man sich tatsächlich nicht so sicher. Also die Quellenlage, soweit sie mir bekannt ist, sagt, Franziskus war zum Beispiel auch kein Vegetarier. Mhm. Ja, also Veganer erst recht nicht. Und dann ist es schwierig, vielleicht das einzuholen. Also ich kann diesen Punkt verstehen und er hat mich auch lange Zeit beschäftigt, dass man natürlich versucht, als theologischer Mensch in seiner eigenen Tradition und Geschichte irgendwie Elemente zum Vorschein zu holen, die nochmal stark zu machen, auch gegen den Mainstream zu verteidigen, wo vielleicht Ansätze für so ein gewaltfreies Ethos gegenüber Tieren vorhanden sind. Mittlerweile verfolge ich das nicht mehr so. Also ich bin eher geneigt zu sagen, wir finden vielleicht eine Möglichkeit, den Gewaltverzicht gegenüber Tieren dadurch stark zu machen und in das Christentum zum Christentum hinzutragen, indem wir gerade die gewalthaltigen Seiten von Religion stark machen. Das ist vielleicht ein bisschen dialektischer Paradox. Also stärker betonen, meinen Sie? Ja, tatsächlich. Ja. Ja? Schauen wir uns doch ganz kurz ein Beispiel an, weil mein Kollege Norbert Bischofberger war 2021 auf einem Gnadenhof beim Felsentor auf der Rigi, das von einer Franziskanerin geführt wird. Fast 100 Tiere haben da einen Platz gefunden, wo sie können bleiben, bis sie sterben. Auch 8 rumänische Strassenhunde verbringen hier ihren Lebensabend. Ah, Schwester Theresia. Hallo. Hallo. Ordenstracht im Stall. Ja, das passt sehr gut. Ja. Finde ich sehr stimmig. In der christlichen Tradition hat es immer geheißen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Was halten Sie von dem? Ja, es wird inzwischen zum Glück anders übersetzt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn hier die Alpsegnung ist und Pater Emilio sagt, macht euch die Erde untertan, sagt er, traget Sorge zur Schöpfung. Und das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Würden Sie sagen, die Arbeit mit Tieren hat eine spirituelle Dimension für Sie? Ja, ganz, ganz gewiss. Mir kommt vor, die Gegenwart der Tiere ist wie ein Heiligtum. Ja, die Gegenwart der Tiere ist wie ein Heiligtum, hat sie gerade gesagt, Herr Schlieter. Ja, also
Das ist sicher interessant, dass in bestimmten religiösen Traditionen eben diese Achtung vor dem empfindenden Wesen sehr von Anfang an stark gemacht worden ist. Ich meine, tatsächlich war der Buddhismus der Frage, ob man Tiere essen darf, gegenüber gar nicht so eindeutig. Und auch die meisten Buddhisten heute sind keine Vegetarierinnen und Vegetarier. Aber eben diese Idee, dass man Tiere nicht einfach zur Ernährung töten darf, ja, ist sehr stark in den asketischen Kreisen aufgekommen. Und vor allem natürlich in dem Jainismus, der bis heute die wohl konsequenteste Tradition geworden ist, bei der man eben auch sehr darauf achtet, dass schon kleinste Lebewesen nicht zu Schaden kommen. Ja, also die Beispiele sind eben mit einem kleinen Besen den Sandweg vor sich zu kehren oder beispielsweise kein Licht anzumachen, dass eben nicht irgendwelche Insekten von dem Feuer angezogen werden. Dort wird es also sehr stark gemacht. Ja. Also wenn Sie das jetzt schon erwähnen, ich habe auch dafür einen Einspieler dabei, damit man sich es gerade besser vorstellen kann. Diese Form der Gewaltlosigkeit. Schauen wir ganz kurz rein. Dieser Mann will nicht töten. Nicht eine Bakterie, nicht eine Ameise. Muni ist ein Mönch, ein Jain. Er betet immer mit Besen. Fegt, damit er kein Tier zerquetscht. Auf gar keinen Fall darf ein Insekt sterben. Deswegen nutzen wir diese Besen. Ich bekam den von meinem Guru. Alle meine Töpfe muss ich säubern. Und auch wenn eine Mücke auf mir sitzt, kehre ich sie herunter, ich töte sie nicht. Auch ein Tuch ist immer nah am Mund, damit er kein Insekt einatmet. Jains verabscheuen Gewalt, leben streng vegetarisch. Das heißt kein Fleisch, logisch, heißt aber auch laufen, barfuß, damit er nichts tottritt. Wenn ich nicht aufpasse und ein Insekt töte, dann sündige ich. Es geht doch nicht nur darum, dass ich glücklich bin. Auch die kleinsten Lebewesen haben ein Recht auf Glück. Jains glauben, auch Pflanzen könnten eine Seele haben. Und zum Beispiel Zwiebeln oder Kartoffeln sind tabu. Denn wer Wurzelgemüse erntet, könnte Tiere töten. Ja, nicht das kleinste Lebewesen soll zu Schaden kommen, Herr Schlitter. Was sind denn die Ursprünge dieser Gewaltlosigkeit? Also einer der Ursprünge ist sicherlich die Reinkarnationsidee. Also wenn man davon ausgeht, dass Menschen schon einmal als Tiere gelebt haben oder auch wieder als Tiere leben können, dann sieht man in dem anderen empfindenden Wesen seine eigene Schwester, seinen eigenen Bruder. Und vielleicht ist es auch interessant zu wissen, jetzt von der religionshistorischen Seite, es gab nur zwei Orte der Weltgeschichte, wo vegetarische Ernährungen entstanden sind. Das ist im alten Griechenland und im alten Indien. Und in beiden diesen Schulen gab es genau diese Reinkarnationsidee. Nur in Indien dann noch stärker mit dem Karma-Gedanken verknüpft, also dass man schlechtes Karma auf sich zieht, wenn man ein anderes empfindendes Wesen tötet. Aber prinzipiell ist das Bedeutsame dann, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen und Tieren nicht gemacht wird, sondern dass der Ausdruck auch im Sanskrit umfasst beide, Menschen und Tiere als empfindende Wesen. Aber trotzdem geht das Argument ja so, dass es meine Schwester oder mein Bruder sein könnte. Also die Orientierung ist dann ja doch, das könnten ja die Mitmenschen gewesen sein. Genau. Genau. Also man könnte natürlich sich die Frage stellen, ob nicht eine solche Idee am Anfang gestanden haben muss, damit überhaupt die ersten Menschen in ihrer Kulturentwicklung sich aus den blutigen Opferkulten, die sonst überall verbreitet waren, herauslösen konnten. Ja. Also man brauchte ja eine sehr starke ethische Motivation. Ja, das finde ich sehr spannend. Jetzt zuvor haben Sie gesagt, die drei monotheistischen Religionen haben das alle so ein bisschen gemeinsam, dieses Problem. Und da habe ich das Gefühl, haben Sie ein bisschen zu protestieren begonnen, auch weil Sie zu Beginn ja gesagt haben, beim Judentum gibt es eigentlich dieses vegane Ideal. Das müssen Sie jetzt ein bisschen ausführen. Also vielleicht erstmal generell auch zum Tierkonsum. Also auch da gibt es nicht nur biblisch begründet, also da gibt es ja viele Beispiele, sondern auch eben rabbinisch begründet. Das heißt also in der rabbinischen Literatur, schon in antiken Texten, viel Respekt auch den anderen Geschöpfen gegenüber, also Tieren gegenüber. Es gibt da die Geschichte von einem berühmten Rabbiner, der Schmerzen bekommt, weil er eben mit einem Kalb kein Mitleid hatte.
Und erst als er das versteht und dann seine Haushälterin eine Mäusebrut wegmachen will, sagt er, nein, mach die nicht weg, das sind auch Lebewesen. Und dann verschwinden die Schmerzen. Also da merkt man, da ist wirklich Empathie da. Und es gibt auch durchaus schon frühe Texte wie Mittelalter von Maimonides, der eben erkennt, dass die biblische Stelle, wenn man sagt, wenn man die Eier oder das Küken von einem Vogel nimmt, dann soll man den Vogel, die Vogelmutter wegscheuchen. Da sagt er, warum macht man das? Weil eben auch diese Vogelmutter ein Empfinden hat und weil sie, wenn man die Eier wegnehmen würde, es ihr Leid zufügen würde. Also auch psychischer Leid sozusagen. Also eine Art Empfinden ist schon im Mittelalter da auch bei Tieren gegeben. Aber das Ideal ist tatsächlich eigentlich die vegane Ernährung und das kommt aus der Schöpfungsgeschichte. Das heißt also, Adam und Eva, als sie ins Paradies gesetzt wurden, haben sich eben nur vegan ernährt. Ja, da heißt es eben, ihr dürft da von allem essen, was hier ist, aber eben von den Früchten, von dem Kraut und so weiter. Aber Tiere sind eben explizit nicht erwähnt, auch keine Eier und keine Milch. Also das heißt, man hat immer dieses Ideal gesehen. Das wurde mal mehr, mal weniger umgesetzt. Es gab Rabbiner, die gesagt haben, wir sollen nicht mal unsere Kinder daran gewöhnen, Fleisch zu essen. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch das Gegenteil von Rabbinern, die eben gesagt haben, nein, aber Fleischkonsum ist gut. Aber man sieht trotzdem, das Judentum sagt, mindestens bis zur Generation von Noah waren alles Veganer. Und erst dann fängt man überhaupt an, Fleisch zu essen und dann eben auch nur mit diesem Kompromiss. Und viele Rabbiner sagen, die Kaschrut, die Koscher-Regeln sind eben auch dazu da, um uns den Fleischkonsum zu erschweren, dass wir es also am besten lassen oder eben nur wenig machen. Also da finde ich schon einen großen Unterschied eben zum Christentum oder zum Islam. Also da bin ich auch bei Ihnen, deswegen habe ich das graduell noch mit eingeschoben. Ich würde jetzt nicht alles gleichsetzen, man muss auch noch mal differenzieren zwischen der Art der Gewalt, die im Islam und im Judentum, da wo sie auftritt, tendenziell, wir haben es vorhin gesehen im Einspieler, ritualistische Züge annimmt. Im Christentum haben wir überwiegend Züge von Gewalt, die ich als Deutungsgewalt, auch als nihilistische Gewalt beschreiben würde, dass man den Tieren schlichtweg die Bedeutung abgesprochen hat. Das ist das, was man im Grunde auch in der modernen Tierindustrie, in der industriellen Tierhaltung sehen kann. Deswegen bin ich ein bisschen auch geneigt zu sagen, es zieht sich durchaus eine rote Linie von der Tradition des Christentums bis in die Megaställe und in die Megaschlachtanlagen, die wir in Westeuropa vor allen Dingen sehen. Das ist aber eine steile These. Aber ein spannender Punkt, weil es nimmt etwas auf, was Sie zuvor noch gesagt haben, weil Sie gesagt haben, die Art der Tötung, die sollte ja auch in die Rechnung sozusagen mit einbezogen werden. Und jetzt, wenn Sie es gerade gesagt haben, moderne Tötungsindustrie, töten wie eine Fließbandarbeit. Ich denke da zum Beispiel auch an Tiertransporte durch ganz Europa. Ich denke da an neuere Berichte über Schweinehochhäuser in China, wo Schweine alle 4 Monate sich mal einen Tag bewegen dürfen. Da würde mich jetzt interessieren, von Ihrer Seite, Herr Splitter, würden Sie denn sagen, die gute Haltung und sozusagen auch die schonendere Schlachtmethode, die legitimiert es dann eher, Tiere zu essen oder eben zu töten? Also ich denke, auf jeden Fall ist das ja eine graduelle Frage und auf jeden Fall müssen alle, die sich ernähren, Kompromisse machen. Also in der Hinsicht, wie gesagt, von Tötungen würde ich selber gerne vollständig Abstand nehmen, aber auch als Vegetarier ist man natürlich mit dem Problem konfrontiert, wenn man Milch und Eier zu sich nimmt, dass diese Tiere anständig gehalten werden können oder eben weniger anständig in solchen Massenproduktionen. Also insofern, die Frage stellt sich dann natürlich auch. Persönlich würde ich aber eben sagen, je besser es einem gelingt, es in seinem Leben umzusetzen, Tiere anständig zu behandeln und möglichst wenig zu fordern und einzubauen, industriell, umso besser natürlich. Also anständig halten würde dann vielleicht auch heißen artgerecht. Da stellt sich die Frage, was bedeutet artgerecht? Da haben Sie wahrscheinlich auch eine Meinung dazu, also Tierhaltung ohne Gewalt dann. Ja, ich denke schon, dass es eine Tierhaltung gibt ohne Gewalt. Also ich glaube jetzt nicht, dass meine Tiere unter meiner Gewalt stehen, oder? Wenn ich denke, ich habe das Gefühl, denen geht's gut, das ist aber meine Sicht, oder? Und wenn man dann nochmal die Zahlen anschaut, jetzt eben mit dem Vegetarisch auch, es sind ja irgendwie 99,6% der Menschen essen animalische Produkte. Und dann gibt es noch ein paar wenige Veganer, aber die Geschichte ist ja dann auch nicht zu Ende. Weil wenn zum Beispiel der Mähdrescher über das Getreidefeld fährt, zerdrückt er 600 Mäuse. Also man müsste wieder die Handernte einführen. Wenn wir Medizin brauchen, ist das tierversuchsbasiert und so weiter und so fort. Das ist sehr komplex. Und es ist so komplex, dass
dass ich eigentlich das immer mehr und immer Industrielle eigentlich genauso ablehne. Und was wir suchen, ist eine Alternative. Und das ist einfach ein Beispiel. Und das Beispiel hat aber jetzt trotzdem Schule gemacht. Wir haben 10 Jahre für diese Methode gekämpft, vor 4 Jahren. Für diese Weidetötung. Hof- und Weidetötung, wie sie heißt. Vor 4 Jahren kam die ins Bundesgesetz in der Schweiz. Das war eine kleine Sensation. Und mittlerweile hat es zwischen 200 und 300 Höfen, die wieder auf dem Hof schlachten dürfen, unter Aufsicht der Behörde. Und das ist eine Alternative, die steht zwar noch in den Kinderschuhen, aber es ist eine Alternative zu diesen Extremen. Aber wenn Sie jetzt von dieser Schlachtung sprechen, dann ist das ein guter Übergang, weil das würde mich auch noch interessieren, wenn neben mir ein Rabbiner sitzt, weil es gibt ja im Judentum, auch im Islam, ganz klare Speisevorschriften. Das Christentum ist da etwas laxer unterwegs, unter anderem eben Schlachtvorschriften, das sogenannte Schächten, das wir auch zu Beginn gesehen haben, damit das Fleisch dann als rein gilt. Weshalb ist das so wichtig? Also man muss sehen, dass viel mit der Tierschlachtung, Tierkonsum und dem Tierschutz eigentlich zusammenkommt. Ja? Also es gibt da verschiedenste Regeln. Also zum Beispiel eben, man darf einem Tier nicht unnötig Schmerzen hinzufügen. Ja, das ist natürlich auch bei der Schlachtung ganz wichtig. Und von der Logik her, muss ich sagen, ist die Weideschlachtung und die Schrita, also das Koscherschlachten, da ganz ähnlich. Natürlich ist praktisch der Prozess und der Ablauf anders, aber um vielleicht mal ein Beispiel zu nehmen, ich war Rabbiner in Bulgarien und dort wurde die Koscherschlachtung zwar in einem Schlachthof gemacht, also das musste so sein, auch aus gesetzlichen Regeln, also da darf man das nicht einfach so machen, wie jetzt zum Beispiel hier die Weideschlachtung, aber das war zum Beispiel dezentral, also direkt bei den Tieren dran, damit eben es keinen Tiertransport unnötig dorthin geben musste. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, wie die Schlachtung abläuft. Also zum Ersten ist es wenigstens in Europa keine Massenschlachtung. Das heißt, wir reden da von 15 bis 20 Rindern am Tag. Also das ist natürlich lächerlich gegen eine industrialisierte Schlachtung. Es gibt die Regeln, dass zum Beispiel die Tiere hintereinander geschlachtet werden müssen. Das heißt, ein Tier darf das andere nicht sterben sehen. Also auch das natürlich ein Tierschutz. Dann beim Schlachten ist es so, der Schlachter, der ist entsprechend ausgebildet, der hat die entsprechenden Instrumente, also ganz scharfe Messer und er weiß auch, wen er vor sich hat. Das heißt, er sagt nochmal einen Segensspruch, also dass auch klar ist, dass da ein Lebewesen vor ihm ist. Und dann wird der Schnitt gemacht und zwar im Bruchteil einer Sekunde geht das eben durch Speiseröhre, Hauptschlagader, Nervenbahn und alles, der Kopf geht weg. Das heißt also, das Tier bekommt tatsächlich im Bruchteil einer Sekunde dann nichts mehr mit. Zusätzlich haben wir einen Maschgir, also einen Koscher-Aufseher, der schaut, dass das alles richtig gemacht ist. Wäre das nicht richtig gemacht, würde das Fleisch in die normale Fleischproduktion kommen und dadurch wird eigentlich ein wirtschaftlicher Schaden produziert, weil das Fleisch eben günstiger ist als das Koscherfleisch. Das heißt also, die ökonomische Logik ist gerade andersrum. Ich muss den perfekten Schnitt machen, ich muss das richtig machen, sodass das Tier möglichst nicht leidet. Erst dann ist es koscher. Man muss dazu allerdings sagen, dass es gerade, weil Sie von Tierschutz gesprochen haben, in der Schweiz ist es ja gerade innerhalb des Tierschutzgesetzes verankert, dass man nicht keine Schächtung machen darf, auch weil die Tiere davor nicht betäubt werden. Also da wird es als Tierquälerei tatsächlich auch verkauft. Ja, was ich aber nicht glaube, dass das eben so ist. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das heißt also, gut, das war natürlich auch im 19. Jahrhundert eine Abstimmung. Vielleicht war man da wissenschaftlich noch nicht so weit. Oder es war eben Antisemitismus. Genau, das ist eine Diskussion überhaupt dieses Punktes, dass es aus antisemitischen Gründen so reingenommen wurde. Jetzt habe ich auf diesen zwei Seiten gesehen, dass es Reaktionen gab. Bitte bei Ihnen. Ja, also ich würde eben doch an dem ganz Grundsätzlichen festhalten wollen. Ich habe völlig eingesehen durch die Beschreibung, dass es ein Anliegen ist, das so schmerzfrei wie möglich zu halten. Aber das Faktum bleibt ja bestehen. Also ein Wesen wird da getötet und von uns gegessen. Und ich würde vielleicht an diesem Punkt gerne auch ansetzen wollen. Sie haben sehr natürlich die Zahlen richtig wiedergegeben, dass sozusagen nur ein minimaler Bruchteil weltweit Veganerinnen und Veganer sind und wenige Vegetarier. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, an dem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, auch zu sagen, dass die Entscheidung der Mehrheit, Fleisch zu essen, selber eine Entscheidung ist, die jeden Tag neu getroffen wird. Und man könnte jeden Tag auch verzichten können. Und diesen Begriff würde ich eben auch gerne ins Spiel bringen wollen. Das ist nämlich vor nicht allzu langer Zeit, gerade eine Dekade,
benannt worden als Karnismus, also als die Idee, dass wir den natürlichen Zustand im Fleischessen hätten und alle anderen müssen sich irgendwie ausweisen als irgendwelche Besonderheiten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wir können das jeden Tag entscheiden. Und es gibt ja auch noch andere gute Gründe, eben, ich will nur Klimawandel, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, weshalb man eben auf Fleisch essen verzichten könnte. Ganz kurz. Genau, ich würde das ähnlich sehen. Also ein Punkt ist zum Beispiel, weil wir ja die Frage angesprochen haben, leiden Tiere beim Schächten. Es gab vor ein paar Jahren ein ganz wegweisendes Urteil vom Europäischen Gerichtshof, da ging es um das Halal-Fleisch, was vielleicht strukturanalog betrachtet werden kann, was die Schlachtart angeht. Und der EuGH, genau, vielleicht mit Abstufung, aber der EuGH hat eindeutig gesagt, dieses Fleisch darf nicht als Biofleisch deklariert werden aufgrund des massiven Tierleides. Und ich glaube ehrlich gesagt, also ich bekomme ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir als religiöse Menschen darüber sprechen, auch als säkulare Menschen, wer schöner schlachtet. Im Angesicht der so naheliegenden Optionen, dass man darauf eben, wie Sie auch gesagt haben, verzichten kann. Ja, das ist, glaube ich, die Messlatte, von der wir hier denken müssen. Auch die Hermeneutik, mit der man auf religiöse Fragen und religiöse Texte guckt. Die kommt aus der Geschichte, sie kommt aber auch aus der Gegenwart. Aber ganz kurze Erwiderung. Ja, nur eine ganz kurze Erwiderung. Es ist alles richtig und wir haben das ja auch. Wir haben ja auch das Ideal des Veganismus. Aber ich glaube, es ist eines auch wichtig. Rabbiner Cook zum Beispiel, der erste Oberrabbiner Israels, war selber einer, der dem Veganismus sehr verbunden war. Er hat trotzdem ab und zu Fleisch gegessen, aber es ist eine andere Geschichte, warum. Aber er hat zum Beispiel gesagt, ich will dahin und die Menschheit soll dahin, aber wir sind noch nicht so weit. Das heißt, als erste Stufe müssten wir Menschen eigentlich dazu kommen, dass wir die Menschen human behandeln. Und dann können wir auf die Tiere kommen. Also das heißt, das ist eine Frage der Entwicklungsstufe. Und er sagt, in der Situation, in der wir sind, sind wir leider noch nicht in der Entwicklungsstufe so weit. Und die müssen wir erstmal gehen und dann können wir auch tatsächlich alle Veganer werden. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, aber ich glaube, eines, was mir da wichtig ist, wir dürfen eben auch nicht die Menschen vergessen. Also sehr oft konzentrieren wir uns eben auf die Tiere und schauen, dass es denen gut geht, ja, und auch den Haustieren und so. Und dann muss ich mir manchmal denken, also ja, natürlich eine Katze. Ich hatte auch eine Katze als Haustier, als Kind und das ist super. Aber der Mensch ist immer noch wichtiger als die Katze. Ich vermute fast, die Frau Horstmann würde sagen, man kann beides gleichzeitig tun. Herr Müller, Sie wollten noch etwas sagen. Ich glaube, ich finde es schon noch wichtig, dass wir vielleicht über das schöne Schlachten reden, weil das ist die Realität. Und wir sind hier in der Schweiz und da gibt es ein Tierschutzgesetz und ich schlachte selber. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich bin ein Praktiker. Ich führe es aus, oder? Und es geht bei uns so, dass man einen natürlichen Ablauf sucht. Und das ist am besten für die Tiere in der gewohnten Umgebung. Ohne Transport und ohne, wenn man die Umgebung ändert, kriegen sie Stress. Und zwar auf eine Sekunde auf die andere. Und was wir wollen, ist diesen Stress vermeiden. Das heißt, jetzt bei der Hof- und Weidetötung führt man diese Tötungen auf den Höfen durch, in der gewohnten Umgebung. Und das Tier merkt bis zur letzten Sekunde, hat es eigentlich keine Vorahnung, was passiert. Und bei uns ist die Betäubung vorgeschrieben. Das muss mit einem Bolzenschuss, mit einer Kugel oder mit was auch immer geschehen. Damit nimmt man ihm augenblicklich das Bewusstsein und die Wahrnehmung. Man nimmt ihm das Schmerzempfinden und danach wird es erst entblutet. Aber Sie nehmen ihm auch das Leben. Das ist klar, ja, nehme ich ihm das Leben, unwichtig. Aber wir kommen um dieses Thema ja nicht drum herum, auch im Gnadenhof nicht, wenn am Ende gibt es kein natürliches Ableben von diesen Tieren, weil sie sind ja in unserer Verantwortung und es gibt ja keine Raubtiere, die es sonst erlösen. Wenn es hinkt, wenn es krank ist, wenn es lahm ist, muss es erlöst werden. Lassen Sie uns an diesem Punkt kurz einen Punkt machen. Genau. weil wir sind schon bald am Ende, in den letzten 10 Minuten sozusagen. Und Sie haben zuvor noch diese Klimafrage angesprochen. Ich würde das gerne noch reinnehmen. Auch die Frage der Verantwortung der Religionen. Denken wir daran, bald beginnt der Ramadan. Auch der endet mit einem großen Opferfest. Oder denken wir an die Fastenzeit, das teilweise auch mit diesem Osterbraten und so weiter endet. Also innerhalb der religiösen Traditionen gibt es symbolisch auch ganz oft, kommt Fleisch vor. So. Jetzt würde mich interessieren, was würden Sie denn sagen,
ist auch die Verantwortung zum Beispiel des Christentums in dem Falle ethisch korrekt mit der Frage des Fleischessens und der Verantwortung in Bezug auf die Erhaltung unserer Schöpfung umzugehen? Ich würde erst mal sagen, man muss beide Fragen trennen. Sie sprechen ja die ökologische Frage an und die tierethische. Und wir haben häufig die Intuition, dass die beide identisch sind. Und ich würde sie tatsächlich entkoppeln. Und Laudato Si, so ein bekanntes Dokument, eine Enzyklika von Papst Franziskus, macht das sehr deutlich. Das ist ein wichtiger ökologischer Text. Er bleibt aber vollkommen im Paradigma des Anthropozentrismus. Das ist sozusagen steil auf den Menschen hin, genau ausgelegt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Fragen ein Stück weit entkoppelt werden und dass wir eine Ökologie, ein Nachdenken über Ökologie, über die Fragen von Nachhaltigkeit schaffen, die oder das tatsächlich tiersensibel ist, in der Tiere vorkommen. Ja, also dieses Jahr beginnt ja in unserem Institut ein Forschungsprojekt vom Nationalfonds über Vegetarismus und Religion. Und vielleicht aber will ich nur erwähnen, dass für die Jüngeren, glaube ich, die Antworten der religiösen Traditionen nicht mehr fürchterlich attraktiv sind in der Hinsicht, sondern und vielleicht sie nicht mehr so relevant. Auch nicht mehr so relevant. Es sind auf jeden Fall tierethische Fragen, das ist klar. Aber dann jetzt zunehmend auch die von klimaveränderter Zukunft und was wir da tun können und eben auch in einem maßgeblichen Aufsatz aus der Zeitschrift Science von 2018 wurde deutlich gemacht, ja, die Agency, die wir haben, um etwas zu verändern, wenn man die verschiedenen Weisen gegeneinander setzt, ob man auf Flugverkehr verzichtet oder sich ein Elektroauto anschafft oder dergleichen, wenn man sich entscheidet, von einer normalen, omnivoren Ernährung zum Veganismus überzugehen, ist das das effektivste Mittel. Also das ist auf jeden Fall jetzt sehr deutlich. Ja? Und insofern, das ist auch das, was mir scheint, die Jüngeren zunehmend jetzt interessiert. Ja, also vielleicht, ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass wir Religionen eigentlich nichts anzubieten haben. Also das Judentum hat eigentlich da unheimlich viel. Ich glaube, es hat auch in dem Sinne die Schöpfungsgeschichte und auch die Frage, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, ja. Und der Mensch soll die Welt beherrschen, ja. Aber was heißt dieses Untertan machen? Also dieses Untertan ist, glaube ich, sowieso eine schlechte Übersetzung. Wir haben es schon vorhin in der Einspielung gehört. Es geht tatsächlich um die Verantwortung. Also das heißt, wir sollen zwar die Welt nutzen, wir sollen sie bearbeiten, wir sollen sie sogar besser machen, wir sollen sie vervollkommenen. Also es ist eine unvollkommene Schöpfung. Aber trotzdem sind wir eben Partner Gottes in dieser Welt und müssen uns auch nach seinen Richtlinien halten. Und das bedeutet eben zum Beispiel auch Nachhaltigkeit. Also das gehört da rein. Wir haben die Geschichten der Flut, in der es natürlich um Nachhaltigkeit geht. Wir haben die Geschichte beispielsweise der Schmittah-Jahre, das heißt also dieser Sabbat-Jahre, in der eben die Landwirtschaft limitiert wird und sich die Erde wieder erholen soll, die aber auch gleichzeitig eben immer wieder auch den ethischen Charakter und den ethischen Fokus haben. Also das heißt, wir haben da sehr viel, was eben beschreibt, wie wir umgehen mit dieser Erde, in der wir leben, dass wir zum Beispiel nichts zerstören dürfen. Ja, auch das ist ein großes Mitzvah, ein Gebot im Judentum. Und scheinbar, wenn ich richtig informiert bin Israel dasjenige Land der westlichen Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Anteil an Vegetariern oder Veganern. Hat vielleicht auch diesen Hintergrund, oder? Ganz genau. Also ich denke, das, was mit tierethischen Vorstellungen und auch Geboten sozusagen im Judentum einhergeht, das hat natürlich schon eine gewisse Auswirkung sozusagen. Ja. Und vielleicht auch eben auch die Trennung, wir haben heute da noch gar nicht, wir könnten natürlich über so viele Vorschriften reden, das geht gar nicht, aber eines ist zum Beispiel, du sollst nicht kochen das Böcklein in des Mutters Milch. Also auch die Frage, warum trennen wir Milch- und Fleischprodukte? Auch das hat ja einen ethischen Hintergrund. Ja? Also die Milch ist eigentlich für dieses Böcklein gedacht. Das ist eine Muttermilch, die es saugen soll. Wenn wir das jetzt wegnehmen und dann noch in dieser Milch kochen, dann ist das eigentlich moralisch verwerflich. Ja? Und deshalb trennen wir das. Gleichzeitig hat aber diese Trennung natürlich den Effekt, dass wir sagen, vielleicht sollen wir auch mehr Produkte, die eben weder Fleisch noch Milchprodukte enthalten. Ja? Mhm. Jetzt haben wir ganz, ganz kurz, weil dann möchte ich noch Herrn Müllers will vielleicht Meinung nur einen Punkt erwähnen. Also mir scheint, Max Weber hat eine sehr gute Beobachtung gemacht, als er gesagt hat, die ursprünglichen religiösen Traditionen waren durch eine Gewissensethik, also dadurch gekennzeichnet, dass man mit sich selber im Reinen sein musste, während eben in einer pluralen, säkularen Welt, in der wir heute leben, wir übergehen müssen zu einer Verantwortungsethik, also dass wir uns vorstellen müssen, was auch für andere als Voraussetzung
Verantwortung einer lebenswerten Zukunft gelten muss. Und das ist einfach eben tatsächlich zunehmend schwierig, dafür, für diese Perspektive, klassische religiöse Quellentexte in Anschlag zu nehmen. Ganz, ganz kurz, lebenswerte Zukunft, ist das das, was Sie, wie Sie Ihre Arbeit verstehen oder worin Sie investieren? Ja, wegen dem stehe ich am Morgen auch auf. Weil ich denke, wir arbeiten in einem natürlichen Kreislauf und ich denke auch, man muss vielleicht auch die Geografie anschauen, wo wir zu Hause sind. Wir sind in einem Bergland zu Hause, oder? Und hier hat es halt einfach ein bisschen rauere Zeiten. Und wenn man einen Chinese muss, das kann ich gut nachvollziehen, aber das ist ein warmes Klima, das ist eine andere Kultur. Mhm. Also wir würden hier schlichtweg im Winter verhungern, wenn wir nicht heizen und wenn wir keine Vieh im Stall hätten. Und das ist ja für Jahrtausenden, sind das unsere Begleiter. Und die Kuh war eigentlich nie ein Klimakiller. Das Problem ist eigentlich, wenn sie auf dem Grasland frisst, dass wir einfach das Maß verloren haben. Wir haben das Maß verloren. Ich nehme das als Schlusswort mit. Vielen herzlichen Dank, Herr Schlieter, Herr Ahrens, Frau Horstmann, Herr Müller und vielen Dank auch ins Publikum. Ja, das war's von uns. Was meint ihr? Ist Fleischessen ethisch vertretbar oder nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Streitfragen sehen wollt, dann schaut doch hier drüben.